Autsch. Oh, da ist er. Oh. Fuck. Oh. Auf keinen Fall hier runterfallen. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay. Weil ich wieder Angst habe. Boah, die haben das zum Glück hier markiert. Beim ersten Mal war bei mir hier nichts markiert. Ich bin so oft runtergefallen. So, aber das. Doch, hier kann man einfach durchlaufen. Ich glaube, hinter uns war dann ein Lagerfeuer. Nee, Mann. Ich weiß, irgendwo war hier sogar ein Lagerfeuer. Das habe ich nie aktiviert gehabt. Weil ich auch nicht. Braucht man eigentlich auch nicht. Aber jetzt kommen die großen Pilze. Gegen die habe ich liebend gerne gekämpft. Die haben auch irgendein Mag die überhaupt nicht. Die haben irgendein Item gedroppt. Ich weiß nicht welches. Welches, was man gebraucht hat. Ach, damals hatte ich eine Feuerwaffe. Feuerwaffe macht extrem viel Schaden gegen die. Ah, Junge. Also Blitz ist nicht besonders stark gegen Kristallen. Wer hätte es gedacht? Gegenstand nehmen. Funkeltitanit haben die gegeben, okay. Jetzt muss ich aufpassen. Allzu viel Lehm habe ich nicht. Und zwei Stück auf einmal gepult. Oh, drei Stück auf einmal gepult. Oh, da sieht man schon. Feuerschaden ist deutlich besser gegen die. Batz! Ich helfe dir. Okay, hat schon geschafft. Jetzt nur noch der letzte. Der läuft sogar schon weg. Wo willst du denn hin, mein Freund? Hab etwas Angst. Ich benutze jetzt hier halt. Und jetzt willst du das auch mal machen. Und zwar den, wie heißt dieser Ring, dass man leise ist? Ich glaube, ich habe den gar nicht. Ich glaube, ich habe so einen auch nicht. Ach, wo findet man den denn? Schlangen, nee, wie hieß der? Der hieß irgendwas, das war so ein blauer Ring, den habe ich gar nicht. Ein blauer Ring? Genau, der, dass du keine. Ah, doch, hier, Wappenring ruhender Drache heißt er, den habe ich doch. Weil, wenn ich jetzt laufe, verursache ich keine Geräusche mehr. Den habe ich leider nicht. Okay. Da musst du aufpassen, dann ziehst du jetzt die ganze Zeit Aggro. Weil normalerweise kämpfe ich gegen den, da gibt es diese Starten. Ich habe immer eine Starte zerstört. Der hat diesen Sound gehört und ist dann immer da aggro gegangen auf diese Statue, weil der halt blind ist, der kann nichts sehen, der kann nur hören. Und da wir keine Geräusche verursachen, können wir den immer schön von hinten dann angreifen. Dem kann man ja auch den Schwanz abschlagen. Genau, habe ich aber nie geschafft. Einmal habe ich das wirklich hardcore versucht, über eine halbe Stunde lang habe ich nicht einmal geschafft. Das ist extrem schwer mit dem Schwanz abschlagen. Ich hab's mal zusammen mit einem Kumpel geschafft, aber ich weiß leider nicht mehr, was man da für eine Waffe kriegt. Weil da bekommst du, glaube ich, irgendein Zweihandschwert. Ich schlag mir die ganze Zeit nur so in den Schwanz. Oh je, yeah. Oh je, yeah, ich bin tot. Oh ja. Yeah. Echt? Mit dem Schwanz gleich voll erwischt. Okay. Das war schnell. Ich hab oben eine Bibliothek wieder. Das war schnell. Er hat mich gleich mit den beiden Schwanzschlägen voll erwischt. Eben aus wie ein Umkehr. Aber jetzt können wir gleich einfach durchlaufen, weil wir haben ja die Gegner schon alle einmal besiegt. Müssen wir eigentlich nicht nochmal besiegen. Mhm. Ich sehe wieder dein Zeichen. Also jetzt geht's mega schnell. Wirst du beschworen? Ja, ich werde anrufen aus einer anderen Welt als Phantom. Okay, dann laufe ich schon mal vor. Ich überlege gerade nur.
Wo war nochmal der? Da gab es noch einen Wegpunkt, oder? Den habe ich ja übersehen. Ich habe auch nur gehört oder so, dass es da irgendwo einen gibt, aber ich habe den selbst noch nie gefunden da drin. Ich habe den einmal beim dritten oder vierten Durchgang bin ich da zufällig hingekommen. Das war über diese unsichtbaren Gänge. Da gab es einen unsichtbaren Gang, der führt, also so mit diesem Boden, der führt genau zu diesem Feuer. Worauf fasse ich mich bei Dark Souls 2 freue, ist einfach wieder dieser Frust. Weil jetzt kennt man ja jeden Gegner, daher finde ich das nicht so frustrierend, weil man weiß, wie man die besiegt. Bei Dark Souls 2 wird das wieder so sein. Man weiß einfach nicht, was die Gegner können. Und das wird einfach nur böse. Das wird richtig böse. Eieiei. So, ich gehe über den ersten Boden. Ich kenne den Weg schon aus, weil ich bin hier wirklich 100 Mal runtergefallen. Ich glaube, beim nächsten Mal war das. Beim nächsten Mal war das. Jetzt muss man hier lang. Hier hüpft man jetzt so ein kleines Stück nach hinten. Jetzt konnte man. Genau. Ja, der ist schon tot. Jetzt ist die Frage von. Wo? Wo kann ich hin? Na, ich bin tot. Oh mein Gott. Ich wollte das Teil suchen. Und das, die haben mich voll verarscht. Die haben mich voll verarscht. Da muss man so einen Zickzackgang gehen. Kenne den Weg. Da hinten gibt es eine. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Ich glaube, eine weiße Scholle oder so liegt da hinten. Ja, und ich glaube sogar so ein. Legst du nochmal so einen Teil? Also warte, ich muss erstmal Menschlichkeit wieder aktivieren. Ah, egal, dann lassen wir das. Wir laufen einfach von hier aus. Wir können ja einfach durchlaufen. Das passt schon. Weil das ist das wirklich. Boah, da bin ich auch irgendwann. Also meine Controller durch die Gegend geflogen, das glaubst du gar nicht. Und zack, kommt sofort. Wird gerufen. Wir haben jetzt DSC-Fix runtergeladen. Das ist so ein Fix, der hilft anscheinend bei der Internet-Connection, um zusammen spielen zu können. Bei Dark Souls 2, ich habe schon einiges über Dark Souls 2 gehört, aber noch nichts gespoilert oder so. Ich habe gesagt, wer mich spoilert, der. Möge sterben. Ich hab dich vorhin doch ein bisschen gespoilert eigentlich. Naja, das war ja kein Spoiler. Du hast ja nur gesagt. Ah ja, ist halt der Prolog eigentlich, Ja, okay. also. Ja, das Einzige, was ich weiß, dass am Anfang soll angeblich so ein 5-Minuten-Video kommen. Aber mehr weiß Okay, ich das nicht. habe ich nicht gesehen. Ich habe noch nicht mal ein Bild. Ja, doch Bilder von den damals, wo gesagt wurde, Dark Souls 2 bald coming, aber. Sonst habe ich noch nichts aus Dark Souls 2 gesehen. Ich habe absolut gar keine Ahnung, was da auf mich zukommt oder was da auf uns zukommt. Wir werden dann jeden Boss wahrscheinlich sogar zweimal besiegen, ne? Ja, müssen wir quasi. Obwohl die Frage ist, vielleicht haben die das ja sogar gefixt, dass man inzwischen. Das wäre natürlich auch cool, ja. Am besten wäre eh so wie bei Diablo 2, dass man zusammenspielen könnte, weißt du? Dass wir beide Quests gleichzeitig machen. Aber ich bin gespannt. So, da vorne ist meine Leiche. Ich lasse einfach alles da liegen. Glaube ich gar nicht. Ich habe ja eh nichts gehabt, weil ich beim Boss alles verloren habe, weil ich ein zweites Mal gestorben bin. Hier muss ich jetzt runter. Oh Gott, da bin ich wieder fast gestorben. Warte, willst du vorgehen? Ich laufe nur die hinterher. Ich habe immer irgendwas gehabt, was ich so anpeilen konnte, aber inzwischen. Oder war das hier links? Ich schau gerade. Da liegt auf jeden Fall irgendwas. Irgendeine Seele oder Konnte so. man hier irgendwas kaputt machen? Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich Schau mal, hier runterfall. unten liegt noch eine Seele, ne? Seele hält, genau. Nee, hier war es auch nicht. War es vielleicht links um die Ecke? Lass nochmal links um die Ecke gegen den einen kämpfen.
Gegen das Pflanzenwesen, meinst Genau. du? Vielleicht konnte man da was einschlagen. Schauen wir mal, ob wir das ohne Pullen schaffen. Könnte man hier eine Wand einschlagen? Nein. Hier. Okay, nein, dann. Ich weiß nicht. Irgendwo war hier auf jeden Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier was war. Und die besiegen wir einfach eben. Ich kann ja hier Feuer benutzen gegen den Boss, wenn wir eh wahrscheinlich ein Schwert benutzen. Guck mal, bei dem hier kann ich mich jetzt nähern, ohne dass er mich sieht, einfach weil ich die Schuhe anhabe. So, Feuer ist mega stark gegen die. Da komme ich mit meinem Blitz nicht an. Nee, meine Waffe macht auch extrem wenig Schaden gegen die. So, dann wollen wir mal wieder gegen den kämpfen. Bei dem muss man auch aufpassen, weil der einen gerne verflucht. Ah, ich muss ja sowieso zuerst da hinten das zerstören, ne? Erstmal die. Ich bin schon auf dem Weg dorthin, aber das machst du ja auch gerade. Zack. Das ist das, was den unsterblich macht. Das ist jetzt defekt. Oh Gott, jetzt auf den Schwanz aufpassen. Der Schwanz ist das die stärkste Attacke, die der hat. So, ich kann Ich nicht jetzt. muss gerade noch mal ganz kurz mein Equipment ändern, weil ich habe gerade ziemliches Scheiß-Equipment angehabt. So. Okay. Alles klar. Ich Ja, schau das. mal, ob ich es nicht vielleicht hinkriege, seinen Schwanz abzuschlagen. Okay, ich lock den so lange zu mir. Meine Feuerzauber machen extrem viel Schaden. Oh je, ich muss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Controller vibriert ohne Ende, weil ich grad fast. Oder will ich in seinen Kristall stimmen? Ja. Jawohl, Schwert des Mondlichts. Du hast es geschafft, ne? Das war doch der Schwanz, oder? Ja, das war. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin fast verflucht, ich bin fast verflucht. Oh Gott. Ich war fast voll verflucht. Oh, das. Junge, Junge. Ich habe Angst vor seinem Schwanz. Ah, Wir haben nice, ihn wir haben schon. ihn geschnitten. Fürstenseelenscherbe. Somit haben wir den dritten Fürst besiegt. Also. Das Gefährlichste an dem ist nicht nur der Schwanz, sondern wenn man in den Kristallen steht, dann wird man extrem schnell verflucht. Und verflucht bedeutet, man verliert einfach die Hälfte seines HPs und darf zum Anfang des NPC laufen, der an der Kirche, und sich so einen Fluch mal lösen lassen. So, den haben wir besiegt. Du hattest ihn auch schon besiegt, ne? Nee, leider nicht. Also, soll ich dir den dann eben helfen? Wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn wir den Endboss dann noch machen wollen. Okay, Sonst kann ich dann. da nicht hin. Also dann teleportiere ich mich zu dir, wo du eben warst, und sagst mir eben, wo das war. Das war. Ja, wenn ich den Namen jetzt wüsste. Also bei mir war es ganz weit unten. Irgendwas Archiv des Herzogs, Genau, glaube ich. okay, dann komme ich da hin. Dann kannst du schon mal was legen. Ich Du teste. musst legen. Ach ja, ich muss legen. Kann ich mal die Waffe gleich ausprobieren? Ich weiß, die Waffe war cool, weil die wollte ich haben. Ich weiß nicht mehr, was sie konnte. Ich hatte die noch nie. Ich habe es noch nie geschafft. Alleine ist sie, glaube ich, sogar nicht machbar zu bekommen. Aber liegt am selben Punkt wie bei dir. Mondstern irgendwas, ne? Kann sein, ja. Rufsymbol. Base Lab sehe ich Schwert hier des nur. Mondlichts. Ich sehe ich gerade nicht. Ich kann es nicht benutzen. Oh, das ist so eine dicke Waffe. Ah, okay, die hat Aber einen. was hat die Bonus? Die hat einen Zaubereffekt. Die hat. Auf das zweite, die. Hä, was macht die denn? Fähigkeit, okay. Die zaubert komischerweise. Muss ich gleich mal testen am Gegner. Ich kann die halt effektiv nicht benutzen, weil ich nicht die Werte habe, die ich dafür brauche. Oh, ich glaube, ich sehe dich. Jawohl. Du wirst gerufen. Okay, dann laufe ich auch schon mal vor. Also das geht auf jeden Fall besser jetzt. Das heißt, wir machen das Ganze noch einmal schnell durch. Ach so.
Jetzt muss ich aber doch noch leider einen kleinen Delay einfügen. Wieso? Muss mir gerade die ganzen Sachen hier kaufen. Jo, kein Problem. Ich hoffe, dass ich genügend dabei habe. Ich habe 66.000 Seelen sonst noch, die ich dir geben kann. Kannst du mir die einfach so geben? Ich weiß nicht. Bestimmt. Geht das? Seelenschwert. Brauche ich noch? Wie viel brauchst du denn? Ich kann dir meine anderen Seelen geben zum Ablegen. Ich habe, glaube ich, auch noch ein paar. Ich muss gerade gucken. Also, ich brauche nur 46.000. Lass mich mal kurz meine ausrüsten. Auf jeden Fall hin. Ja, ich glaube auch. Sonst benutze erstmal deinen und dann kann ich dir meine geben. Ja. Boah, das ist ein geiles Outfit. Okay, ich habe nur noch ein paar. Schauen wir mal, was der so bringt. Sonst lege ich dir ein paar einfach dahin. So. Ich habe noch eine, die müsste. Ja, doch, ich bräuchte schon noch. Ich komme nicht auf. 25 habe ich. Ablegen. Hier, die sind die stärksten, glaube ich. Eben bisschen was. 20.000 brauche ich. Da gibt, glaube ich, jede 30.000, also jede 10.000. Guck mal, das ist das Schwert, was ich habe. Was ich bekommen habe. Wenn ich angreife und mache so einen, cool aus. Bam, so einen komischen Special-Effekt. Sieht ziemlich cool aus. Gibt es keinen Bonus auf Intelligenz vielleicht sogar? Ich guck mal. Schwert des Mondlichts. Ans Status umschalten. Natürlich. Muss ich anders eben gucken, Moment. Okay, jetzt habe ich alles gekauft. Ich guck mal eben bei der Waffe. Schwert des Mondlichts. Auf das zweite hat es das. Ich weiß nicht, ob das Intelligenz ist. Das Blitz. Doch, das ist das Magie. Bonus auf Magie. Ach so, nee, ich meine die Buchstaben unten. Du hast ja bei den einzelnen Werten hast du ja einen Bonus. Wie kann ich denn das? Attributbonus. Nee, A auf das dritte. Ist das Intelligenz? Nee. Das dritte ist Intelligenz, doch. Okay, dann ist es doch Intelligenzwaffe. Sehr gut, dann bräuchte ich die Waffe sogar ziemlich dringend. Kann ich dir die einfach geben? Komm her, ich geb dir die einfach. Könntest du auch, wenn du sie nicht brauchst. Ausrüstung, Weapon. Dass wir hier nicht zu lange an Zeit verlieren, drop ich dir die dann einfach mal. Dann hast du die. Sehr schön. Dann mache ich das mal nach dem Kampf dann gleich. Jo. Den Schmarrn habe ich schon eingesammelt, glaube ich. Also wichtig ist, dass du die letzte Attacke gelernt hast. Diese Seelensperr. Genau, die du eigentlich nicht so oft benutzt. Ich weiß auf jeden Fall, wenn du den Zauberstab von, wie heißt der nochmal, der Magier? Logan hast, dann kannst du die nur zweimal benutzen, weil die ist dann natürlich umso stärker, aber desto weniger Aufladung hast du das. Und ich habe die mit meinem Main, kann ich die schon 8-mal benutzen. Beim ersten Spiel habe ich die leider nicht gelernt. Aber beim, ich bin glaube ich schon New Game 4 oder so. Oh, oder? Invasion, oh Gott. Das ist aber kein Problem, ich habe meine Magie ist voll aufgeladen. Dann müssen wir hier kämpfen. Ja. Lass einfach weiter. Und der wird unten einen Nachteil haben. Der ist jetzt gespawnt, ich habe den gerade spawnen gehört. Ich weiß nur nicht, wo der spawnt dann. Der ist glaube ich oben gespawnt. Der ist oben gespawnt, meine ich. Ich frag nicht, wer hier überall überhaupt invasieren will, weil hier einfach das beschissenste Gebiet zum Invasieren ist. Hier sieht man nämlich fast nichts. Beziehungsweise hier ist überall dieser Drecksboden alles. Ich guck mal, noch kann ich nichts sehen, bis da einer kommt. Vielleicht ist er ja auch in der Kirche oder so. Ich muss kurz hier mal schauen, dass ich die. Die habe ich bei dir gekillt, die beiden. Jo. Ja, einen habe ich zumindest. Ja, das muss reichen. Geh ich schon mal gegen die Dinger da unten kämpfen. Hier, große Verbrennung. Ist ganz stark gegen die.
Ich glaube, wir können trotzdem schon mal gegen den Bots kämpfen. Das ist egal, wenn der da ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, obwohl, das ist Weil ja keine Nebelwand, eben, also. die Nebelwand kommt ja erst später. Ja. Ich muss auch gleich mein Equip einmal umziehen, dass ich wieder Havels Ring anziehe, damit ich schneller laufen kann. Oh, da ist er. Oh, Fuck. oh, oh. Oh. Kannst du mich. Oh, Ich fuck. Nice, nice, execute ihn nice, nice, gerade nice. einmal. Ich heile mal kurz. Oder das Viech ist tot. Jetzt kann man den. Oh, fuck, ich bin down. Ein Treffer. Ah, der benutzt. Das war jetzt diese Attacke. Ja, es zählt als die stärkste Magieattacke vom Magier selber. Die ist sehr stark. Aber der kann man aussichern. Also die ist zwar zielverfolgend, aber auch durch Rollen ausweichbar. Wir waren jetzt natürlich handicapped, weil wir noch im Kampf gegen anderen Gegner waren. Der Matze muss mich noch heilen. Aber ich denke, sonst hätten wir den fertig gemacht. Der hat ja schon wie viel? Wir haben ja, glaube ich, schon ein Viertel Ja. Life hat er denn nur noch. Legst du es wieder? Jo, ich habe es wieder dahin gelegt. Kann ich einfach schon mal den Ring ausziehen, weil dann bin ich viel mobiler mit dem anderen Ring, mit Havels Ring. Dann kann ich viel schneller wieder aufstehen nach dem Rollen. Kann ich solchen Sachen besser ausweichen. Also, du hast mich gerufen, ne? Ja. Ich bin da, dann kann man jetzt schnell einfach wieder durchlaufen. Dann wird das Ganze doch noch mehr als ein Part, werde ich das in zwei oder drei Parts einfach hochladen, eine halbe Stunde wie immer. Und dann fängt Dark Souls 2 an. Dark Souls 2 werde ich dann gucken. Wahrscheinlich würde ich das dann durchgehend spielen oder im Stream. Aber hochladen werde ich nur das Best of. Also wahrscheinlich nur die Bosse oder lustige Szenen, sowas. Also willst du deine Fails gar nicht mit dabei haben, oder was? Wie bitte? Deine Misserfolge, sag ich mal. Ja, Find das immer ganz doch, lustig. doch, doch. Ja, aber du weißt, ich weiß nicht, Dark Souls 1, ich weiß, da habe ich bei einem Boss, weißt du, wenn ich alles hochleimen will, dann wäre ich so bei Folge 100 immer noch so beim ersten Boss. Weil ich weiß noch, die ersten Bosse, wie lange ich da gegen die gekämpft habe. Vor allem die ersten Bosse, wo man das Spiel noch nicht ganz so Naja. verstanden hat. Der Tyrann auf der Brücke, oh Gott, ey. Das willst du nicht wissen, wie lange ich da war. Guck mal, wenn er jetzt nochmal invasiert, dann stürme ich auf den zu und vernichte den. Ja gut, jetzt weiß ich auch, was er drauf hat und Ja, kann der ziemlich kam easy gerade von klar machen. hinten, das war schon ein bisschen Ja. unfair. Vor allem, weil wir mitten im Kampf waren mit den Viechern. Ich dachte, der bräuchte ein bisschen länger. Deswegen wollte ich schnell die Viecher clearen. Vor allem, weil wir auf einmal dann so viele gepult haben. Jawohl. Tinnenquarz. Ich mach die jetzt einfach mit Feuer. So, einmal Feuer Oh, hitten. weicht er aus. Und dann schön noch Auto-Attacks finishen. Damit speichere ich auch ein paar etwas an Magie. Jetzt pulle ich die einfach alle zusammen, weil ich ja AOE-Flächenattacken habe mit meinem Feuer. Also zack, dann nehme ich nochmal. Zack, dann sollte alles tot sein. Jetzt kann man anfangen, gegen den Boss zu kämpfen. Ich laufe schon mal durch. Und töte oder zerstöre dieses.
Ich glaube, da kam am Ende noch eine Meldung, dass jemand invasiert ist. Echt? Ja, oder irgendwas kam da. Gut, das Video habt ihr schon gesehen, Genau, oder? das haben wir schon gesehen. Ich kann es nicht, ich kann es gar nicht Ah, wegdrücken. Doch, jetzt. halt zack. So, Warte, das so Heil, das ihn jetzt. unsterblich macht, ist kaputt. Dann können wir den nochmal angreifen hier. Jetzt können wir, oder? Ja, oh. Oh ja. Oh. Oh Gott, alles gut. Sieg Wenn du kaputt. heilen brauchst, dann schreist du. Okay. Ich werde versuchen, hier auch nochmal den Schanz abzuschlagen. Also zum Glück macht Feuer extrem viel Schaden gegen die. Also Kristall hat anscheinend eine große Schwäche gegen Feuer. Okay, ich glaube, ich krieg hier so seinen Schanz gerade nicht raus, der ist. Ja, ist ja auch egal. Der ist auf jeden Fall jetzt tot. Jo, sehr gut. Zack, Erfolg. Vielen Dank. Ihr habt gesiegt. Dann hast du die dritte Fürstenseele auch. Und dann geht's ab zu Nito. Nito wird böse. Yo Leute, danke erstmal fürs zu Ende schauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt den letzten DayZ Part und unten habt ihr das letzte Dark Souls Video. Haut raus und freut euch bald auf Dark Souls 2.